Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge und wir machen uns auf den Weg, uns als Söldner zu verkleiden. Und wir sollen einen Rekrut töten, um seine Uniform anzunehmen. Das ist eigentlich... Oh fuck. Wir müssen hier Tiere... Wir haben ein Schwein gehabt. Nähere vorsichtig dem Zenote oder wie das auch heißt. Kennote, glaube ich. So, wie ihr seht, hier sind keine Tiere. Oder auch doch. Auf jeden Fall hat es mal ein paar Pflanzen, auf jeden Fall. So, wir müssen auf jeden Fall erst einmal den Funkturm da erobern, bevor wir etwas anderes machen. Und da sich das eigentlich wirklich so ein bisschen sich auch alles mit einem zu verbinden tritt, ist das also eigentlich nicht einmal so schlecht. So. So, wir müssen auf jeden Fall hier hoch, ha? Um den Funkturm zu erobern. Das ist also erstmal ziemlich wichtig. Lauf, 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 lauf. Die sehen mich nicht, die sehen mich nicht. So. Erst einmal den Funkturm hier erobern. Das ist erstmal ziemlich wichtig. Halt so. Ja, ich muss erstmal hier den Funkturm erobern, sonst können wir hier nicht weiter an sich. Ui, das war knapp. So, und dann mache ich nachher, nach dieser Folge, werde ich dann mal wieder einen Aufnahmestopp machen. Ich weiß dann halt nie, ob ich gleich wieder aufnehmen werde. Wie kommen wir hier hoch? So, hä? So. Denn ich muss natürlich die Folgen dann auch mal wieder rendern. Das ist ja auch... ja, nicht wichtig. Also, ist ja auch mal wieder ein bisschen Zeit, die Folgen auch zu rendern. So. Und hoch. Und nach der Folge werde ich dann im Prinzip mit euch... dann Pause machen. Also eine etwas längere Pause an für sich... Ah. Und dann werden wir mal schauen, wie es dann im Prinzip weitergehen wird. So. Dann haben wir unseren ersten Funkturm auf der südlichen Insel erobert. Ja, auf der Insel sieht alles noch ein bisschen modern aus. Das sieht alles so, ja, irgendwie... super hingestellt und so. Wo muss ich denn hin? Ah, da unten muss ich hin. Ja, kann ich eigentlich hier runterspringen? So. Und dann mal gucken, dass ich die Jungs irgendwie... so, dass die mich nicht sehen. Das ist ja auch ziemlich krass. So, nee, warte mal. Nee. Wo wollte ich haben, genau. Alter, ich muss jetzt hier reingehen. Puh, das wird jetzt nicht gleich. Das muss niemand darf mich sehen, bis ich mich umgezogen habe. Bleib unentdeckt, bis du die Söldneruniform beschafft hast. Okay, das ist jetzt... Betritt über die Treppen. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen.
Alter, wie soll ich das machen genau? Das ist jetzt hier gerade wirklich Nervenkitzel pur, hä? Hä, wie soll ich das genau machen? Ah, ich darf ja niemanden töten, stimmt ja. Wie soll ich das... Ah, das hat er natürlich noch gesagt vorher. Wie soll ich denn ansonsten an denen vorbei? Ah, mit den Steinen natürlich, ist klar. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Ich kann nicht in das Loch springen, zu riskant. Du glaubst, ich lüge, aber es ist wahr. Sag nicht, dass du lügst. Hand und Wasser. Überall nur Sand und Wasser. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Das ist ganz schön... Ganz schön knapp hier, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht leicht. Niemanden zu töten ist jetzt nicht leicht. Boah, Alter, das ist jetzt so gefährlich. Hier liegt eine Frau einfach da. Scheiße. Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Ich bin jetzt gerade tierisch leise. Ich merke das. Wie soll ich das genau machen? Und jetzt ein kühles Bier. Was ist das? Knapp. Das war mehr als knapp. Alter, ich bin jetzt gerade tierisch konzentriert. Ich habe nicht gerade wirklich Zeit, mich hier irgendwo umzugucken, endlich denn... kein verwanztes Dreckloch mehr. Ich brauche
mir einen kalten Drink. Alter, wie soll ich das genau machen? So, dass der mich nicht sieht. Aber schön ist es hier. Oh, verdammt. Nur weil ich aufgestanden bin. Mist. Wie soll ich das genau machen? So, dass der mich nicht entdeckt. Guck mal, wer da ist. Unser Lieblingsfreund. Wehe, die Alte ist mir fremdgegangen. Alter, hier liegen die Frauen rum, die Männer rum, ey. Das ist doch richtig krank, sowas. Mann, ich bin viel mehr wert, als ich verdiene. Ich muss verdammt leise sein, ey, dass die mich nicht hören, ey. Zum Glück muss ich den ganzen Weg nicht zurücklaufen und alles. Sand und Wasser. Und wenn das zusammenkommt, hat man Schlamm. Die sind schlimmer als halt die Piraten, ey, ganz ehrlich. Mann, wie ich das hasse. Wo soll ich jetzt hier genau hin? Ich sollte einen besseren Weg finden. Hätte ich bloß nicht alles verzockt. Ich Arsch. Oh, ich hab jetzt tierischsten Muffensausen hier. Oh, das ist zu kotzen. Scheiße, hier liegt auch eine Frau rum. Ah, tut mir leid, Mädel. Aber dafür werden sie alle bezahlen. Nichts als Sand und Wasser und Kropfzeug. Was macht dich da so sehr? Beschissener Drecksjob. Ich will mehr Geld. Das war knapp. Alter, ich hab grad richtig Muffensausen. So, ich würde sagen, wir sehen. Nein. Scheiße, nein. Oh, ich bin so gut gekommen und dann sowas. Nein. Nur so ein einzelner kleiner Fehler kann alles auswirken. Nein. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Oder ja, wir sehen uns überhaupt in der nächsten Folge. Bis dahin einfach mal tschüss.